Willkommen zur halbstündigen Yoga-Klasse mit mir bei Onstage. Wir starten heute im Lotus bzw. im Schneidersitz. Ich versuche heute extra laut zu reden, dass ihr mich gut versteht. Nehmt es mir nach, wenn es unterwegs mal ein bisschen verloren geht. Einmal entspannt hinsetzen. Wir ziehen die rechte und die linke Pobacke zur Seite und nach oben raus, sodass wir unsere Sitzbeine spüren. Von hier atmen wir einmal tief ein, rollen uns vom Steißbein komplett auf, die ganze Wirbelsäule entlang bis zur Kopfspitze und lassen mit der Ausatmung das Kinn sanft ein bisschen nach vorne fallen. Mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Schultern einmal hoch bis zum Ohrläppchen und ausatmen, einmal locker fallen lassen, Hände entspannt aufs Knie absinken lassen und dann schließen wir einmal kurz zum Beginn unserer Yoga-Einheit die Augen. Nehmen hier am Anfang unserer Praxis noch mal 2, 3 tiefe Atemzüge. Atmen tief in die Lunge ein. Füllen die Lungenflügel komplett aus, halten die Luft kurz und atmen komplett wieder aus. Ziehen den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Und noch zweimal so. Noch einmal tief einatmen hier. Und den ganzen Sauerstoff wieder auspressen, ankommen. Einmal tief in den Boden sinken und letzte Runde nochmal tief einatmen hier. Energie sammeln und ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung heben wir die Arme einmal lang an. Bringen unsere Handinnenflächen aneinander, lassen die Schultern nach unten sinken, atmen aus, öffnen sanft die Augen und ziehen beide Hände zu unserem Herz, zu unserem Herzchakra und fokussieren unseren Geist und unsere Energie für die nächsten knapp 30 Minuten. Einatmen, noch einmal lang ziehen hier. Ausatmen, Hände schließen und einmal zu unserem Herz kommen. Und wenn ihr hier angekommen seid, einmal entspannt die Finger miteinander verschränken und die Handgelenke lockern. Schöne große Kreise ziehen, einmal nach rechts und nach links. Ganz entspannt. Und dann drücken wir die Hände einmal zusammen nach rechts und nach links. Geben so ein bisschen Druck mit der oberen Hand auf das untere Handgelenk. Und nochmal nach rechts. Und ein letztes Mal nach links. Und dann kommen wir zurück zur Mitte, lösen die Hände auf. Lockern einmal die Hände nach außen. Jeder für sich. Und einmal nach innen. Das könnt ihr ein bisschen schneller machen oder ein bisschen langsamer. Und dann schütteln wir aus. Lassen die Arme locker und kommen zurück zum Zentrum. Einatmen, Arme lang nach oben. Ausatmen, wir kommen nach rechts, linke Hand zum Boden. Und einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, komm zur Mitte. Einatmen, anderer Arm lang nach oben. Ausatmen, zur anderen Seite, Handfläche fest in den Boden. Einatmen, zieh dich lang hier. Ausatmen, komm wieder zurück. Und noch einmal so. Einatmen, lang ziehen. Ausatmen, noch einmal senken. Wer möchte, nimmt den Ellenbogen ein bisschen weiter mit nach unten. Und einatmen, wieder lang ziehen von den Fingerspitzen. Ausatmen, zur Mitte kommen. Und letztes Mal. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, einmal nur zur anderen Seite. Lass die jeweils andere Po-Hälfte am Boden. Einatmen, zurück zur Mitte kommen, beide Arme heben, ausatmen, Arme den rechten Arm zum linken Knie, die linke Hand hinten aufstellen, einatmen, zieh dich lang aus der Kopfkrone, langer Rücken, ausatmen, leichter Twist mit dem Oberkörper nach links. Und noch einmal einatmen hier, Länge schaffen, gedanklich, körperlich ausatmen, push dich noch ein bisschen weiter nach links. Einatmen, komm zurück zur Mitte, heb die Arme an. Ausatmen, andere Seite. Linke Hand zum rechten Knie, rechte Hand zurück. Einatmen, zieh dich wieder lang bis zur Kopfspitze. Ausatmen, twist den Oberkörper nach rechts. Wir haben kein Gewicht auf der hinteren Hand. Der untere Rücken bleibt lang. Noch einmal einatmen hier, lang ziehen. Ausatmen, bisschen mehr twisten. Und einatmen, komm zurück zur Mitte. Heb beide Arme an, ausatmen. Beide Arme nach hinten ablegen. Handflächen zeigen weg vom Körper, gib leichtes Gewicht auf die Arme. Einatmen, Brustkorb.
Brustkorb heben, Blick zur Decke, ausatmen, Kopf locker lassen und dann den Brustkorb komplett öffnen und Dehnung in der Brustmuskulatur spüren. Bauch halten hier und noch einmal tief einatmen und ausatmen. Einatmen, Kopf wieder sanft nach vorne nehmen, ausatmen, beide Beine lösen und ein bisschen weiter Gewicht nach hinten geben auf die Ellenbogen. Einatmen, einmal nach links die Beine fallen lassen oder nach rechts. Und einatmen, komm zurück zur Mitte, ausatmen, andere Seite, drück die Hüfte ein bisschen nach oben, zieh die Schulter nach hinten. Einatmen, nochmal zurück zur Mitte, ausatmen, andere Seite, auch hier Hüfte nach oben drücken. Gib Druck mit der hinteren Hand zum Boden ab und einatmen, ausatmen, nochmal die andere Seite zum Schluss. Und komm zurück zur Mitte, kreuz die Beine. Schwingen die Beine durch, ich gehe zur Seite, Vierfüßlerstand. Wir richten die Hände unter unseren Schultern aus, Finger gespreizt. Unter unseren Schultern und die Knie unter der Hüfte. Einatmen, zieh dich lang vom Brustkorb nach vorne, Kopf Richtung Decke. Ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Runder Rücken, Katzenbucke. Einatmen, zieh dich noch einmal lang hier, komm ins gefühlte Hohlkreuz. Ausatmen, noch einmal ganz rund machen, Bauchnabel einziehen, Kopf zur Brust. Letztes Mal, einatmen. Zieh dich lang nach vorne, Blick zur Decke, Brustkorb öffnen, ausatmen. Zurück in den runden Buckel. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Richte dich aus, ausatmen, Bauchnabel fest. Einatmen, Zehenspitzen aufstellen, ausatmen, drück dich nach oben, Knie anheben auf Knöchelhöhe, Bauchnabel aktiv einziehen, Schultern drücken weg vom Körper, Rücken gleich rund. Versuch ruhig zu atmen und den Core hier zu halten. Noch zwei Atemzüge, so. Komm zurück mit dem Po und ausatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Bauchnabel halten, einatmen, zieh dich nochmal zurück vom Po. Füße bleiben aufgesetzt, ausatmen, push nach vorne, schiefe Ebene hier. Letztes Mal, einatmen, zieh dich zurück. Langer Rücken und ausatmen, schiefe Ebene, halte hier. Einatmen, rechtes Bein heben, ausatmen, absenken, einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, absenken, von hier, einatmen, komm zurück, Knie beugen, ausatmen, lass dich nach oben ziehen, vorne den Sitzbein, dann können wir in den ersten herabschauenden Hund, lass die Ferse fallen, richte zuerst den Rücken aus, Knie sanft beugen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Passt auf, dass euer Nacken sich nicht überdehnt, überstreckt, sondern gerade bleibt. Schultern weg von den Öhrchen schieben, Oberarme leicht nach außen drehen und wenn ihr die Position gefunden habt, einmal sanft rechts und links bewegen. Ein bisschen laufen, die Ferse fallen lassen. Passt auf, dass ihr den Rücken nicht verliert. Und dann könnt ihr den Oberkörper ein bisschen mitnehmen, ein bisschen nach links mal schauen und nach rechts die Schultern leicht öffnen. Und dann nochmal jeweils eine Seite. Und dann kommen wir wieder in der Mitte an. Richten uns nochmal ein. Atmen tief ein, Knie beugen. Ausatmen. Beine sanft strecken, Fersen fallen lassen. Noch einmal so. Tief einatmen hier. Und ausatmen. Beine wieder sanft strecken. Letzte Runde. Einatmen, Knie beugen. Ausatmen, noch einmal strecken hier. Einatmen, Knie beugen. Wir schauen einmal nach vorne zu unseren Händen. Ausatmen, wir laufen zum vorderen Ende unserer Matte. Füße ungefähr hüftbreit. Knie beugen. Von hier, Kopf locker lassen. Einatmen, beide Hände hinter dem Rücken verschränken. Arme lang ziehen. Und dann nach vorne fallen lassen.
Der untere Bauch sanft auf den Oberschenkel ab. Bauchnabel ist eingezogen. Einmal tief einatmen hier. Und wieder ausatmen. Mit der nächsten Einatmung einmal von den hinten nach hinten ziehen lassen. Oberkörper richtet sich auf. Langer Rücken, langer Nacken. Arme lösen. Fingerspitzen zum Boden bringen. Von hier nochmal einatmen aktiv. Halbe Vorbeuge. Beine sanft strecken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen. Fingerspitzen in den Boden. Ziehe ich nochmal lang nach vorne. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen. Knie sanft beugen. Arme über aus. Langer Rücken, langer Nacken. Ausatmen. Hände zusammenbringen. Und beide zusammen vors Herz. Von hier schließen wir einmal die Füße. Gehen in den ersten Sonnengruß. Einatmen, zieh dich lang nach oben. Ausatmen. Komm dann nach vorne, senk dich ab. Einatmen hier. Wieder nach vorne. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganz einatmen. Rechts, links, schiefe Ebene. Ausatmen. Entweder ganz oder über die Knie. Arme eng. Absinken. Füße schließen. Einatmen. Schulterrolle rück. Komm nach oben, ausatmen, kleine Kobra. Und einatmen, zieh dich zurück. Füße aufsetzen, ausatmen, komm zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen hier, rechtes Bein anheben. Ausatmen, rechtes Bein abbeugen. Wir schwingen einmal nach vorne durch und bringen den rechten Fuß zwischen unsere Hände. Das rechte Knie bleibt parallel über unserem Knöchel. Halten einmal hier einen Atemzug. Und mit dem nächsten Einatmen heben wir mal den rechten Arm an. Blick nach oben. Ausatmen. Bringen den rechten Arm wieder zurück. Und von hier einatmen. Rechtes Bein pusht wieder zurück nach hinten. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Rechtes Bein ablegen. Einatmen. Linkes Bein anheben. Ausatmen. Bein beugen. Schwingen durch. Bis nach vorne. Einatmen. Bauchnabel aktivieren. Und wieder ausatmen. Einatmen, linken Arm lösen, Blick zur Decke, Schulter öffnen. Ausatmen, bring den linken Arm wieder zurück. Einatmen hier, push links nach hinten. Und ausatmen, linken Fuß zurück zur Matte. In den herabschauenden Hund. Einatmen, Knie sanft beugen, Blick nach vorne. Und wir laufen zum vorderen Ende unserer Matte. Einatmen, zieh dich wieder lang nach vorne. Halbe Vorbeuge, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, ganze. Einatmen, Knie beugen, Arme über außen. Ausatmen, Hand zum Herz. Wir schließen die Beine, wir setzen uns jetzt zuerst in den Stuhl. Einatmen, zieh dich lang nach oben. Hände schließen, ausatmen, setz dich tief. Arm über linken, hier bleibt zusammen, nach vorne, Oberkörper öffnen, Schultern gehen zurück, Brustkorb öffnen sich, Nacken nach dem Arm wieder aus. Gewicht bleibt mehr in den Fersen, wenn du das testen möchtest, wackel einmal kurz mit den Zehen und schau, wo dein Gewicht liegt. Einatmen hier, Energie abgeben, ausatmen, bring beide Hände vorne zum Herz. Einatmen hier. Gewicht ein bisschen mehr auf links übertragen. Ausatmen. Rechtes Bein nach hinten. Große Position. Auch hier. Passt auf, dass euer Knie über eurem Knöchel bleibt. Einatmen. Arme lösen. Arme dann nach oben sitzen. Ausatmen. Setz dich tief. Einatmen. Zieh dich lang nach oben. Rechter Fuß öffnet. Ausatmen. Träger 2. Blick nach vorne. Einatmen hier, Schulterrollen nach rücken, ausatmen, Blick nach vorne, Hüfte bleibt drin. Einatmen, linke Hand öffnen, zieh nach vorne, ausatmen, komm nach hinten, rückwärts rollen. Einatmen, zieh dich wieder lang, ausatmen, komm zurück nach vorne. Einatmen, lass dich wieder ziehen, ausatmen, linker Arm aufs linke Knie. Und der rechte geht nach oben über den Kopf. Und die Schulter bleibt weg vom rechten Ohr. Einatmen zu halten hier. Und einatmen.
Und wenn du an deinem höchsten Punkt angekommen bist, bleib entweder hier oder lass den Unterschenkel locker abfallen und den Fuß locker werden. Von hier kannst du dich von deinem linken Knie noch ein bisschen weiter öffnen lassen. Vielleicht siehst du auch den Fuß rechts, man weiß es nicht. Einatmen, zieh dich wieder lang. Ausatmen, bring den linken Fuß zurück zum Boden. Einatmen. Von den Sitzbeinen höchst noch einmal lang, Zähne herabschauender Hund. Ausatmen, einmal die Fersen abfallen lassen Richtung Boden. Spür einmal nach, spür deine Kniekehle rechts und links, welche sich länger anfühlt und welche vielleicht kürzer. Einatmen, Knie sanft beugen, Blick nach vorne, wir laufen zum vorderen Ende unserer Matte. Einatmen, zieh dich einmal lang nach vorne. Ausatmen, ganze Vorbeugung. Einatmen, Knie sanft beugen, Arme über außen, komm zurück in den Stand. Ausatmen, Hand zum Herz. Andere Seite, Füße wieder schließen, falls ihr sie geöffnet habt. Einatmen, zieh dich dann nach oben. Wir setzen uns wieder tief, ausatmen, Arme über außen, über hinten, nach vorne oben. Einatmen hier, Brustkorb öffnen, Schultern senken, Po ein bisschen tiefer sinken lassen. Noch einen Atemzug bleiben. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, bring beide Hände zum Herz. Einatmen hier. Gewicht aufs rechte Bein ein bisschen übertragen. Ausatmen. Linkes Bein nach hinten schieben. Große Position. Linke Hüfte absinken. Einatmen, Hände lösen. Komm nach oben. Ausatmen, setz dich tief. Bauchnabel aktiv zur Wirbelsäule einziehen. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, öffne den linken Fuß, parallel zur Außenmatte, öffne die Arme, Blick nach vorne, setz dich tief. Einatmen hier, Schulterrolle rück, ausatmen, Energie über die Fingerspitzen nach vorne und nach hinten fliegen lassen. Einatmen, rechte Hand öffnen, komm nach vorne, ausatmen, Rückwärtsbeuge, verliere nicht dein rechtes Knie. Einatmen, zieh dich wieder lang, ausatmen. Komm zurück in den Krieger 2. Einatmen und wieder lang ziehen. Rechte Hand, Ellbogen aufs rechte Knie ablegen. Ausatmen, linken Arm über den Kopf. Einatmen zu halten. Und einatmen hier, schwing dich wieder auf zurück in den Krieger 2. Und ausatmen, kurbel dich nach vorne. Und schieb das rechte Bein zurück in den dreibeinigen Hund. Und auch hier vom rechten Fuß einmal lang nach oben ziehen lassen, Hüfte komplett öffnen, bis du deinen persönlichen obersten Punkt erreicht hast. Und wenn du ihn hast, entweder da bleiben oder locker lassen, den Fuß und den Unterschenkel rechts. Wer möchte, lässt sich auch hier vom Knie noch mal ein bisschen weiter öffnen. Atmen einmal tief aus. Einatmen. Öffne das Bein wieder lang nach oben. Ausatmen, bring das rechte Bein zurück, neben das linke. Einatmen, zieh dich nochmal lang, beug sanft die Knie, ausatmen, Beine nochmal strecken, Fersen fallen lassen. Und nochmal tief einatmen und ausatmen, hier. Von hier einatmen, Knie sanft zum Boden bringen, Füße ablegen. Mit den Händen nach vorne laufen, ausatmen, den Po umlassen und dann die Stirn sanft zum Boden bringen. Druck ein bisschen mit den Händen in den Boden geben, zieh den Rücken lang. Und atme hier nochmal tief ein und wieder aus. Und mit der nächsten Einatmen. Einmal den linken Arm sanft heben, mit dem rechten unter den linken durchschlüpfen und das rechte Ohr Richtung Boden bringen. Den linken Arm lang lassen, vielleicht ein bisschen nach vorne verschieben und etwas Gewicht auf die rechte Schulter bringen. Tief ein und wieder ausatmen.
sanft die rechte Seite lösen, den rechten Arm nach vorne bringen und den linken unter den rechten durchschlüpfen lassen. Linkes Ohr zum Boden, rechte Arme lang. Und die rechte Hand gibt leichten Druck, schiebt den Po ein bisschen zurück, zieht den Rücken in die Länge. Nicht, dass die rechte abhebt.
tief einatmen hier. Und ausatmen, das rechte Bein lösen. Und zurück zur Mitte bringen. Richte dich wieder aus. Einatmen, linkes Bein anheben, mit beiden Händen fassen. Ausatmen, einmal lang zur Brust ranziehen. Und tief in die linke Leiste einatmen, beziehungsweise den hinteren Oberschenkel. Zurück zur Mitte. Was wir jetzt machen, wir stellen beide Beine auf. Zum Abschluss ziehen wir unseren Rücken nochmal lang. Das heißt für euch, lasst das Knie nach vorne fallen, nehmt beide Beine und schwingt sie einmal so ein bisschen nach oben, dass ihr euren unteren Rücken mit den Händen fassen könnt, wenn ihr das habt. Einmal ganz entspannt beide Beine fallen lassen, Füße Richtung Boden bringen. Die Füße müssen am Anfang nicht den Boden berühren. Ihr könnt so weit gehen, wie es euch gut tut jetzt hier. Jeder in seinem Tempo, je nachdem, könnt ihr die Füße bis zum Boden fallen lassen und Gewicht nach hinten geben. Versucht hier entspannt weiterzuatmen. Und wer ein bisschen mehr möchte, kann die Hände auch lösen. Und bringt beide Hände zusammen, verschränkt die Finger, zieht die Arme lang und gebt noch ein bisschen Gewicht weiter nach hinten ab. Versucht gedanklich in den unteren Rücken zu atmen. Spürt einmal die Verlängerung der Wirbelsäule hier, die Rundung. Und bleibt noch zwei Atemzüge da. Jeder für sich zu Hause. Nehmt euch noch 5 Minuten oder 10 Minuten für euch Zeit. Macht euch lang. Dehnt euch nochmal. Atmet nochmal tief ein. Und wieder aus. Lasst alles locker. Kommt nochmal bei euch an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder.